ganz, ganz viel Lost Ark diese Woche für euch. Und ein bisschen Horror. Die News! Guckt nicht so. Yo, Freunde, und willkommen zu den News. Jawohl, diese Woche gab es eigentlich nur eine einzige News, die die Themen dominiert hat, und zwar Lost Ark. Ja, Leute, alle reden so von Lost Ark. Es war sehr schwer, irgendwas anderes zu finden. Deswegen geht es jetzt hauptsächlich auch nur um Lost Ark in dieser Folge. Ja, der offizielle Release von Lost Ark ist diese Woche am 11. Februar gestartet und hätte holprig gar nicht sein können. Während Vorbesteller der Founders Edition schon ein paar Tage vor der Veröffentlichung weitestgehend ohne Probleme zocken konnten, hatten Spieler, die auf den offiziellen Free-to-Play-Release gewartet haben, da schon größere Probleme. Denn sogar das vorab Herunterladen des Spiels wurde für einige schon zur Geduldsprobe, da Steam durch den großen gleichzeitigen Andrang schwer überfordert war und der Download sich über mehrere Stunden hinziehen konnte oder sogar komplett abgebrochen wurde. Aber schauen wir uns doch zuerst mal an, was Lost Ark eigentlich für ein Spiel ist, und machen auch gleich mit einigen eigenen Ingame-Szenen Werbung für mein Let's Play. Lost Ark ist ein MMORPG, das ihr aus der ISO-Perspektive spielt, ähnlich wie bei dem Genre-Kollegen Diablo. Ihr könnt zwischen 5 verschiedenen Klassen wählen, unter anderem den Krieger, den Magier, der Kanonier, den Assassinen oder natürlich dem Kampfkünstler. Alle Klassen sind sowohl männlich als auch weiblich spielbar, und es sind auch diverse Unterkategorien wählbar, wie zum Beispiel Berserker, Paladin oder Pistolenlancer für den Krieger zum Beispiel. Zum Release gibt es für Fans deutschsprachiger Communities den Server Asta, der als Treffpunkt dient und auf dem sich auch schon einige größere Gilden gebildet haben. Aufgrund der Tatsache, dass der Server regelmäßig überfüllt ist, sind für die Zukunft noch weitere geplant. Und wer bei Lost Ark nicht auf PvP verzichten möchte, hat die Möglichkeit, auf den eigens dafür vorgesehenen Server Kardan zu joinen. Das Kampfsystem macht unglaublich viel Spaß und die Umgebung ist sehr detailliert und grafisch schön gestaltet. Aber schauen wir uns jetzt mal an, wie der eigentliche Release vonstatten ging. Um 18 Uhr sollte es dann eigentlich soweit sein, dass Amazon das Spiel offiziell freigibt, aber da hatte scheinbar der Technikteufel zugeschlagen, denn als sie kurz vorher ein Update mit kleineren Verbesserungen ausspielen wollten, gab es einen massiven Fehler, der Amazon dazu zwang, den Release um ein paar Stunden zu verschieben. Und damit begann auch gleich eine kleine Odyssee für manche wartende Spieler. Seitens Amazon gab es keine genauen Angaben, wann der Fehler behoben sein wird oder um welchen es sich überhaupt genau handelt. Um 23 Uhr am selben Tag noch wurde dann bekannt gegeben, dass der Fehler behoben ist und die Spieler sich einen 4,3 Gigabyte großen Patch laden müssen, bevor sie in das Spiel eintauchen können. Eine halbe Stunde später kam es aber dann zum Rückzieher und alle Server wurden ein weiteres Mal und ohne Vorwarnung geschlossen. Später wurde es damit begründet, dass der Publisher erst ausnahmslos alle Fehler beseitigen will, bevor das Spiel wieder live gehen wird, aber ein Glück für die Fans. Es hat dann doch nicht mehr so lange gedauert, die Server blieben aber trotzdem erstmal leer, weil es hier in Deutschland schon um Mitternacht war und viele erstmal schlafen gegangen sind. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber dieser holprige Release hat mich so ein bisschen an den Start von New World erinnert. Das ist ja bekanntlich auch von Amazon herausgebracht worden. Fairerweise muss man auch dazu sagen, dass bei einem Spiel, das im Vorfeld so krass gehypt und erwartet wurde, Probleme beim Release nicht ausgeschlossen sind und die Entwickler immer wieder mit unerwarteten Fehlern zu tun haben können. Es wurde ja auch direkt reagiert und es gab sogar einen Live-Ticker auf Twitter, bei dem man zeitweise im 5-Minuten-Takt neue Informationen bekommen konnte und offen mit den Spielern kommuniziert hat. Was ich persönlich sehr gut finde, macht nicht jeder Respekt dafür. Zum Schluss noch ein kleines Nice-to-Know für euch. Am 12. Februar um 21 Uhr, also fast 24 Stunden nach Release, erreichte Lost Ark 1,3 Millionen Spieler gleichzeitig auf Steam und steht damit hinter PUBG auf dem 2. Platz der meisten Spieler zur gleichen Zeit.
Damit wurden sogar Spiele wie Dota 2, Counter-Strike Go hinter sich gelassen. Falls ihr jetzt auch Bock auf Lost Ark bekommen habt und euch mal einen ersten Eindruck machen wollt, empfehle ich euch einfach mal auf das nächste Video bei meinen Uploads zu klicken oder ihr schaut dieses noch zu Ende und klickt dann auf Lost Ark Let's Play. Wäre cool, Freunde. Ich würde mich freuen. Lasst noch einen Daumen nach oben da, das wäre super. Und damit willkommen zu den Shorties, die diese Woche auch etwas knapper ausfallen, denn Lost Ark dominiert einfach die komplette Internetgemeinschaft. Es gibt nichts anderes momentan, was relevant wäre, um hier zu berichten. Nur Lost Ark findet man hauptsächlich. Deswegen habe ich gedacht, machst ein bisschen Werbung für deine eigene Sache. Ihr seht nämlich hier im Hintergrund das Spiel Tormented Souls laufen. Das hatte ich gestern im Stream im Rahmen meiner XXL Horror Night, die alle zwei Samstage abends irgendwann erscheint. Also könnt gerne mal da reingucken, wenn ihr Bock drauf habt. Wir spielen diverse Horrorspiele da. Und dieses Spiel ist ein klassisches Horror-Game. Wie man es von früher kennt, Marke Silent Hill, Marke Project Zero, Marke Resident Evil, die klassischen Teile eben. Man hat sogar eine eigene Schreibmaschine, bei der man speichern kann und das nicht immer, wenn man Bock hat, sondern nur, wenn man das gewisse Item dazu hat. Also richtig klassisch, schön mit Rätseln und sowas, schön mit Gruselhorror. Und ja, ihr seht's hier, es ist sehr atmosphärisch, es ist dunkel gehalten, es ist sehr detailliert, es ist gruselig, es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Und ich habe mir gedacht, das Ganze jetzt nicht nur im Rahmen der Horror Night zu streamen, sondern auch öfters zu streamen und da draußen eine komplette Serie zu machen, bis wir das Ganze durchhaben. Ja, und der Plan ist, das Ganze als Episoden noch auf meinem Hauptkanal, nicht auf den Uncut-Decks, sondern auf dem Alpha-Decks-Kanal hochzuladen, also hier. Ja, könnt gerne mal ein Like dafür dalassen, denn, ja, ich bin bekannt dafür mittlerweile, dass ich gerne mal öfters Pausen mache in meinen Streams. Ja, ich bin bekennender Raucher, was soll ich machen? Ja, jeder hat so seine Laster. Auf jeden Fall, Fakt ist, ich mache eh immer mal Pause, also können wir das Ganze auch in Episoden schneiden und dann hochladen und dann haben wir auch so eine kleine Abwechslung zu den RPG, das ich momentan mache, nämlich Lost Ark, ja, wer hätte es gedacht. Und sowas, dann haben wir Horror und RPG auf dem Kanal und ja, wenn ihr die Idee gut findet, wenn ihr da Bock drauf habt, auch dass ich das komplette Spiel durchstreame, könnt ihr mir gerne mal einen Kommentar unten da lassen oder ein Like da lassen oder ihr schaut einfach auf meinem Twitch-Kanal vorbei oder noch besser, Instagram, Link ist unten in der Videobeschreibung, da kriegt ihr meistens die aktuellen Stream-Infos, wann ich streame, weil ich das manchmal auch relativ kurzfristig machen muss, ich kann das nicht immer so genau planen, deswegen kommt es auch manchmal spontan, auf Instagram werde ich es dann dort ankündigen. Könnt ihr einfach mal folgen und sowas, dann verpasst ihr nichts. Auf jeden Fall, mir ist gerade der Faden gerissen. Ihr seht schon, es ist ein geiles Spiel auf jeden Fall, es macht ultra viel Spaß und ich hätte da auch wirklich Bock drauf und wie gesagt, also es wird höchstwahrscheinlich Montag, Mittwoch und freitags eine Episode erscheinen zu dem Spiel und wie gesagt, random Streams, einfach wann Zeit und Bock da ist, eventuell heute Abend sogar, also 20 Uhr vielleicht, 19, 20 Uhr, könnt ihr euch mal die Zeit im Kopf behalten. Und notieren, eventuell dann auch auf Instagram angekündigt. So, ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll, Leute. Also das nur als kleine Shorty-Info für diese Woche, dass ich das Game jetzt hier auch aktiver zocke. Dass wir das jetzt hier durchziehen komplett. Und ja, kleiner Fun-Fact, Leute. Ich mache diese Aufnahme hier gerade Freestyle. Und die erste Aufnahme war perfekt. Ich habe sie... Oh, da ist der Screen weg. Ich habe sie perfekt hinbekommen. Aber vergessen, den Aufnahme-Button hinzubekommen. Deswegen struggle ich jetzt hier seit 10, 15 Versionen mit der Aufnahme. Seid mir nicht böse, wenn es jetzt ein bisschen hakelig klingt oder sowas. Oder wenn ich irgendwas vergessen habe. Ich versuche es halt so gut zu machen, wie es geht. Ja, Leute. Also, lasst mir noch einen Daumen nach oben da. Wäre cool, wenn ihr Bock drauf habt. Schreibt es unten in die Kommentare, wenn ihr das Let's Play sehen wollt. Wie gesagt, auf Twitch. Wenn ihr es verpasst, kommt es auf meinem Hauptkanal. Und ja, in diesem Sinn, Leute, das war's für die News für diese Woche. Ich hoffe, sie haben euch gefallen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich habe diesmal auch ein bisschen mehr Arbeit reingesteckt. Ich hoffe, das sieht man. Ich hoffe, es kommt gut bei euch an. Und da kommt ein Auto. Ja, Freestyle ist halt immer scheiße. Das kann ich jetzt nicht mehr rausschneiden. So, ja, Leute, ohne jetzt hier lang die Folge noch in die Länge zu strecken oder zu ziehen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, ihr wollt mehr sehen. Ich hoffe... Wir machen mehr daraus in der nächsten Zeit und ja, ich verabschiede mich für diese Folge. Bis zum nächsten Mal und haut rein!
Und nicht vergessen, liken, liken, abonnieren, abonnieren und generell Daumen nach oben, Leute. Das war's von mir. Haut rein und tschüss!